Schönen guten Tag, mein Name ist Lara Kutzko. Ich bin heute zu Besuch im Atelier des Künstlers Hans-Jörg Kulbitschka. Hans-Jörg Kulbitschka hat an der Akademie in Düsseldorf studiert, ist Meisterschüler von Gerhard Richter und er wird uns gleich ein paar Worte zu seinen Arbeiten sagen. Guten Tag, Hans-Jörg. Ich freue mich heute bei dir im Atelier zu sein und würde dir gerne zwei Fragen stellen zum Thema deiner Malerei. Wie kann man heute als zeitgenössischer Künstler noch Landschaften malen? Gute Frage. Warum nicht? Natürlich kann man Landschaften malen, Landschaften wurde schon immer gemalt. Ich male seit meinem Studium Landschaften, benutze sie aber eigentlich nur als Vehikel für Malerei. Mir geht es eigentlich um Malerei, um Harmonie, um Farbschlachten. Da ist mir das Thema Landschaft eigentlich gerade recht, weil das von sich auch schon so viel hergibt. So viele Möglichkeiten, Malerei zu gestalten. Und es ist auch so nah an der. Eigentlich sind Landschaften so eine Parallele zur Malerei selbst. Sie verändern sich, es ist vieles möglich, bieten einfach auch sehr viel Freiraum für Malerei. Und deswegen bleibe ich auch beim Thema Landschaft und bin dabei geblieben und werde das wahrscheinlich auch weiterhin betreiben. Für viele Betrachter wirken deine Landschaften oft kitschig. Was sagst du dazu? Das liegt daran, dass ich schon sehr viel mit der extremen Farbigkeit arbeite. Viele Komplementärkontraste, die so auch in der Natur wahrscheinlich gar nicht vorkommen. Oder selten vorkommen mit dem orangen Himmel oder hellblauen Flüssen oder Seen. Aber ich möchte auch in erster Linie mit Farben umgehen und auch versuchen, mit starken Farben Bildharmonien zu schaffen. Also, wie gesagt, das Thema Malerei steht im Vordergrund. Lieber Hans-Jörg, wir danken dir für deine Zeit und freuen uns, wenn wir wiederkommen dürfen. Danke. Bitte.